Intro läuft. Herzlich willkommen zu Wer wird Millionär, dem ersten Live-Quiz hier auf Nerdlabor. Die Chance auf einen super tollen Preis haben heute diese Kandidaten. Rio aus Berlin. Der Rätselfan hat ein besonderes Interesse für Death Games. Frederik aus Holzwickede. Der Schüler meint, Lauchsuppe ohne L ist auch Suppe. Lou aus Rudolstadt. Chemiestudent und Nintendo-Nerd aus dem Märchenland. Christoph aus Unna. Eigentlich verschwendet er hier nur seine Zeit und fährt gern Bus. Merlin aus Unna. Obwohl er lieber Wasser als Cola trinkt, ist er doch großer Wrestling-Fan. Und Andreas aus Münster. F1-Fan, Cineast, Hobbystratege, sehr intelligent und irgendwann Historiker. Liebe Zuschauer, bitte begrüßt mit mir den Mann, der heute Abend sehr viele Fragen stellen wird. Hier ist Tobi. Einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Tobias Klein, alias Günther Lauch. Und heute werden wir ein bisschen um die Millionen spielen. Naja, es gibt wirklich nicht zu gewinnen, diese eine Million. Aber was es gibt einen 20-Euro-Preis, den einer abstauben kann, je mehr Fragen er beantwortet hat. Kandidaten wurden eingestellt und eingewiesen. Alles ist bereit und wir kommen zur ersten Auswahlfrage. Bitte daher auf folgenden Link klicken und dann richtig ordnen. Ordnen Sie Karfreitag, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag und dem ersten Advent Ihre Termine im Jahresverlauf 2014 zu. 30. November, 9. Juni, 29. Mai und 18. April. Als erstes kommt D, der 18. April, dann kommt der 29. Mai, 9. Juni und zu guter Letzt der 30. November. Schauen wir mal aufs Ergebnis und gucken, wer auf den Stuhl darf. Andreas mit 6,53 Sekunden, herzlichen Glückwunsch und willkommen in der Mitte. Hallo, darf ich jetzt reden? Du darfst reden, hallo, du bist dabei. Ich wollte doch gar nicht als Erster. Darf sich jetzt freuen. Ach nein. Okay, alles klar. Intro weiter. Man hätte einfach nach dem Jahresverlauf halt, das war eigentlich absurd einfach. Wie können das hier Leute falsch haben? Ihr hättet einfach das erste, das zweite, das dritte oder das dritte Datum. Also es war, glaube ich, erst April, dann Mai, dann Juni und dann November. Also da. Die Regie ist hin und wieder noch ein bisschen am Rütteln, noch was am Einstellen. Das ist kein Problem. Es werden heute sehr viele Fehler passieren. Also ich bitte dies zu entschuldigen. Andreas Johannes, ja, kommt aus Münster momentan, studierte dort was? Geschichte und Soziologie mit Schwerpunkt Sozialwissenschaften. Alles klar. Und dein 20-Euro-Spiel ist heute welches? Was würdest du gerne holen? Dir sicher. Soll ich das jetzt schon verraten, was mein Wunschspiel ist? Ja. Zero Time Dilemma. Worum geht's da? Das weiß ich nicht. Ich glaube, es geht um Rätsel, aber die Story, ich habe keinen Plan. Okay, alles klar. Ich glaube, es geht um irgendein Hokuspokus und irgendein. Ich weiß es wirklich nicht. Das muss man, also da gibt es andere Experten für. Also sollte halt spielen, weil es sollte sagen, dass es gut sei. Also sagen wir mal, du kaufst dir das Spiel blind und wirst es dann blind spielen irgendwie. Oder okay. Gut. Naja, es geht halt darum. Ich glaube, es ist irgendwie, Leute sind gefangen und müssen irgendwo rauskommen und Rätsel schaffen. Ich habe keine Ahnung. Aber es soll eine gute Story haben. Und deshalb soll ich es irgendwann mal spielen. Und bevor ich selbst dafür Geld aus... Buddy left your channel. Okay. Was ist... Okay. Ich bin gerade aus dem Konzept, weil hier komische Sachen im Hintergrund passieren. Aber ja. Gut, das ist ein Spiel. Dann hoffe ich, dass du nicht bei den nächsten 15 Fragen aus dem Konzept kommst. Wir starten mit Frage Nummer 1. Es geht um 50 Euro, aber davor, zu guter Letzt, gibt es noch die Standardregeln von Wer wird Millionär in etwas abgeänderter Form. Und zwar haben wir keinen Telefon-Joker und keinen Zusatz-Joker in der Form, dass jemand im Publikum aufstehen kann und was sagen kann. Stattdessen erwarten dich immer noch der 50-50-Joker. Falls irgendwann dir eine Frage komplett unklar ist und du denkst, ich möchte gerne diese Frage switchen, dann kannst du es mit dem zweiten Joker machen.
Publikumsjoker, da kommt das Publikum ins Spiel von YouTube und von Twitch. Hallo YouTube und Twitch. Ihr bekommt dann einen Link zugewiesen, da könnt ihr dann eure Antworten abgeben oder eure Antwort abgeben. Und ab 16.000 Euro schaltet sich automatisch der vierte Zusatzjoker bei. Eine zweite Chance. Wenn also dieser Joker aktiviert wird, dann kannst du einmal falsch liegen und dann bei der zweiten Chance musst du gucken, dass du die richtige Antwort findest. Hast du bis hierhin irgendwelche Fragen? Also ich habe vier Joker. Genau. Und den vierten 50, bekommst 50, du... 50, und den ja. 50-50 und immer noch den Publikumsjoker. Der Publikumsjoker, der ist für Twitch und YouTube drin, ja. Okay, dann Frage tauschen. Und was war das vierte nochmal? Der vierte ist zweite Chance. Also kannst, ich darf einfach einmal failen. Genau. Aber muss ich den vorher ankündigen? Du musst ihn oder ankündigen. Zählt der auch? Okay. Du musst ihn ankündigen und dann kannst du auch nicht, wenn du einmal falsch gelegen hast, kannst du aufhören. Das geht nicht. Du musst dann diese Frage beantworten. Okay, ja. Gut, alles klar. Dann fangen wir mit der ersten Frage an. Los geht's. Ich muss das hier dann wahrscheinlich größer machen, das Bild von Rico. Mhm. In Discord meine ich, aber egal. In der Ruhe. Liegt die Kraft. Gut, alles klar. Brauchen wir nicht sagen, D ist richtig, korrekt. 100 Euro. Wobei handelt es sich um eine nicht gerade schmeichelhafte Bezeichnung für eine Frau? Bring sie, trag sie, hol sie oder schick sie? D. Loggen wir ein und es ist richtig. 300. 200, ja. Entschuldige. Der Berliner riecht den Braten, wenn er sagt, Nachtigall, ich hör dir. Oh, ich kann kein Berlinerisch. Kichern, drapsen, gackern, lallen. Der Berliner riecht den Braten, wenn er sagt, Nachtigall. Nachtigall, ich hör dir. Trapsen, gackern, lallen oder kichern. Jetzt in umgekehrter Reihenfolge. Kichern, trapsen, gackern, lallen. Also, sagen wir mal so, ich bin nicht so gut im Berlinerischen. Ich auch nicht. Ich kann dir das auch nicht sagen, ne? Weißt du? Aber ganz ehrlich, wie gesagt, das ist ein 50-50-Joker-Frage switchen, Publikums-Joker. Kannst du irgendwas ausschließen? Also der Berliner riecht den Braten, wenn er sagt, Nachtigall, hör die Kich. Hör dir lallen. Also ich weiß es wirklich nicht. Ich könnte auch nichts ausschließen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es alles sein kann. Ich könnte nichts ausschließen. Ich höre dir kichern, ich höre dir trapsen, gackern, lallen. Okay, ich glaube, lallen würde ich ausschließen. Mhm. Lallen, also ich höre dir kichern, ich höre dir gackern, ich höre dir trapsen. Also lallen würde ich tendenziell ausschließen. Okay. Also, könnten es A, C oder B sein. Aber ich blamier mich hier gerade richtig wahrscheinlich, weil es mega obvious ist. Aber... Willst du einen Joker setzen? Ich weiß es wirklich nicht, ich habe das noch nie gehört. Du kannst ja den Publikumsjoker mal fragen. Mal gucken, ja, aber ich weiß nicht, ob Leute im Chat entweder ich bin mega blöd und es ist super easy oder das Publikum wird mir auch nicht weiterhelfen. Ich glaube, das Publikum muss erstmal aus Berlin kommen oder so. Ja, und da haben wir nur einen. Ja, so, weil, der 50-50 würde vielleicht dann gut, das wäre dann perfekt, wenn Lallen und was anderes da stünde. Aber das ist ja keine Garantie. Dann habe ich noch den Fragetauschen-Joker, aber der ist eigentlich zu... Obwohl, ist der zu mächtig? Ich weiß es nicht. Dann würde ich sagen... Fuck. Es ist wirklich schwer, den ersten fünf Fragen zuzuhören. Das ist wirklich auch fies. Okay, mach mal 50-50. Alles klar, dann machen wir den 50-50-Joker für den Andi. Okay, dann nehme ich B, Trapsen. Weil ich Lallen ausschließe. Gut. B ist habe ich jetzt gepokert, aber... B ist richtig, ja. Korrekt. So. Nachtigall, ich hör dir trapsen. Ja, gut, keine Ahnung. Habe ich echt noch nie gehört. Hab ich selbst noch nie so richtig gehört. Ich bin ja, wie gesagt, kein Berliner. Ich bin nicht wie John F. Kennedy. Frage für 300. Was findet man beim Italiener wohl kaum auf der Speisekarte? Ja.
Fettuccine, Rigatoni, Tortellini, Bagatelle. Vermut mal D, ich sag D. Also nachher ist richtig. Auch irgendwas Absurdes, aber okay, nee. Nee, ist schon... Ja, ist schon man, ja, man ja, weiß ja nie. 500, dann hast du es geschafft. Im Frühjahr 2014 brauchte Uli Hoeneß vor allem... Ach, jetzt kommt ihr mit Fußballfragen, ja. Ein kompaktes Mittelfeld, einen wachsamen Torwart, ein paar starke Stürmer oder D, eine gute Verteidigung. D. Und damit hast du die ersten 500 Euro. Okay, immerhin. Ja. Du darfst ja den Chat gucken, verehrter Moderator. Wie ist denn so die Resonanz bezüglich der Berliner Frage? War ich offensichtlich nicht im Bilde? Also war das etwas, was man hätte wissen können müssen? Oder was ist da los mit der Berliner Frage? Also die Berliner Frage, ich würde mal sagen, es war sehr viel im Chat unterwegs, ja. Einiges. Aber es gab einige Leute, die es auch nicht wussten. Deswegen sei okay. Entwarnt, du da bin bist ich nicht froh. Der Einzige, okay. Der... Okay. Gut, alles klar. Machen wir weiter mit 1.000, sagst du? Gut. Ja, müssen wir wohl. 1.000. Was steht für unnatürlich oder affektiert? Verbohrt? Geschraubt? Ungehobelt? Oder behämmert? Also verbohrt, also eigentlich, okay, also ungehobelt, also C steht ja, also jemand, der ungehobelt ist, ist ja eher so ein bisschen, naja, so ein tapsiger, ungehobelter, affektierter Mensch, würde ich sagen. Aber ob der dann unnatürlich ist, mich verwirrt das unnatürlich und affektiert, das sind zwei verschiedene Sachen. Also ungehobelt ist relativ easy, dass es zu affektiert passt, aber unnatürlich, behämmert, also jemand, der behämmert ist, ist einfach blöd im Kopf, so. Geschraubt habe ich noch nie gehört. Verbohrt ist es auch, verbohrt ist, komm, ich sag C. Was soll ich hier groß rumdiskutieren, wenn das das Einzige ist, was in meinen Augen Sinn macht? Wie gesagt, wenn du hast ja, wie gesagt, noch zwei Joker frei, du kannst ja, die aber Frage will ich jetzt bei sowas so nicht raushämmern. Okay, lass mich noch einmal kurz drüber nachdenken. Okay. Was steht für unnatürlich oder affektiert? Verbohrt steht nicht für unnatürlich und auch nicht für affektiert. Geschraubt habe ich noch nie gehört. Ungehobelt, jemand, der ungehobelt ist, das würde zu affektiert passen. Behämmert, nee, ich sag C. Also, ich habe das halt noch nie anders gehört. Geschraubt? Ich habe geschraubt noch nie gehört. Jemand, der behämmert ist, der behämmert ist. Also ich meine, wenn du das Wort unnatürlich hörst. Ja. Was ist für dich unnatürlich? So, für eine Eigenschaft. Nenne andere Wörter zu unnatürlich zum Beispiel. Unnatürlich. Fiktiv? Nee. Künstlich. Mhm. Denkst du, es könnte künstlich irgendwie zu den vier Antworten? Passt. Etwas, was verbohrt ist? Ja, behämmert, weil etwas, was behämmert wurde... Ey, etwas, was geschraubt wurde, ist auch künstlich. Etwas, was verbohrt... Ja, das verwirrt mich total, dieses unnatürlich. Was wollen die damit unnatürlich? Wie gesagt, wir können hier die Frage switchen, wenn du willst. Die Frage switchen würde dir, glaube ich, sehr gut helfen. Bin ich gerade offensichtlich dumm? Also, du bist der erste Kandidat in der ersten Ausgabe. Das ist die Aufregung natürlich. Für mich ist es ja natürlich auch das erste Mal. Ich darf Günther Lauch spielen, also... Verbohrt. Jemand, der verbohrt ist. Also, ich sehe jemanden, der momentan verbohrt ist, auf diese Frage, anstatt einen Joker zu nehmen. Ja, aber ganz ehrlich, bei so einer Frage fliege ich lieber raus, als einen Joker zu nehmen. Was denk steht an das zweite, denk an das 20-Euro-Spiel.
Willst du es wirklich schon verlieren, eventuell? Okay, was habe ich für Joker? Bei dieser Frage. Du hast Frageswitchen und momentan einen Publikumsjoker. Frageswitchen oder einen Publikumsjoker? Aber jetzt mal ganz ehrlich, Tobi. Ja. Ist C falsch? Ich kann es nicht sagen. Würde aber ich dir die ganzen Antworten sagen, Weißt du es denn, weil du versuchst, mich von C abzubringen. Und ich habe das Gefühl, dass es aber richtig ist von den vier Sachen. Okay, dann sag einfach, wenn es C ist, dann sag einfach C. Ich gebe dir, das ist dann deine finale Antwort und dann loggen wir es ein. Ich wäre damit einverstanden. Ey, ganz ehrlich, wenn du das C holst. Ich habe 500 Euro safe, oder? Ja, du kannst jetzt nicht mehr runterfahren. Du bleibst bei 500. Okay. Die Frage ist aber, Tobi, du hast mich jetzt so verwirrt. Was habe ich jetzt nochmal für Joker? Du hast die Frage switchen und du kannst das Publikum fragen. Gab es nicht vier Joker? Ja, du hast den 50-50 Joker schon weg. Frage switchen, Publikum. Ja, dann habe ich aber. Und ab 16.000 bekommst du den vierten Joker. Den Second Chance Joker. Ach, den bekomme ich erst ab 16.000? Genau, der wird ja freigeschaltet. Komm dann. Ach, du bist. Mach Publikum. Zermürbend. Publikumsjoker, alles klar. Dann habt jetzt ihr, das liebe Publikum, die Chance, mit dem Link, der jetzt gleich hier in den Chat kommt, von Twitch und auf YouTube, auf den Link zu klicken, eure Antwort zu geben. Die Frage ist, was steht für unnatürlich oder affektiert, verbohrt, geschraubt, ungehobelt oder behämmert? Es geht los mit der Abstimmung. Jetzt. Aber man muss sagen, die Leute müssen auch ehrlich antworten. Also wenn jetzt irgendwie Leute absichtlich was Falsches machen, das ist Manipulation auf höchster Ebene und wird verurteilt. Also den Anstand haben hoffentlich die Leute. Ich... So, 93% sagen B. Geschraubt? 1% sagen ungehobelt. Jemand, der affektiert ist, ist geschraubt? Das habe ich noch nie gehört. Noch nie. Dann lock B ein. Was steht für unnatürlich oder affektiert? Wurde lange überlegt, dass es C sein hätte können. Oder vielleicht ist es A oder D oder B. Ich mache es ganz kurz. Ich bin froh, dass du den Joker geholt hast. Du hast diese Frage mit B korrekt beantwortet. Das ist gut. Aber jetzt mal ehrlich, was ist denn geschraubt? Geschraubt? Ja. Ich würde mal sagen, wenn dem irgendwas mit hochgeschraubt hier so, du tust deine Dingens, deine, ich weiß nicht, dein Auftreten irgendwie so ein bisschen faken und so weiter und so fort. Habe ich noch nie gehört. Auf eine neue Ebene reinbringen. Habe ich noch nie gehört. Jemand ist geschraubt. Vielleicht in einem anderen Wortzusammenhang deswegen. Unnatürlich passt zu geschraubt. Mhm. Etwas, was unnatürlich ist, wurde geschraubt. Also wenn du irgendwie in einen Holzbaum eine Schraube reinschraubst, dann ist das nicht mehr natürlich. Aber affektiert habe ich noch nie. Aber gut, mach weiter. Gut, alles klar. Während der erste User hier den Teamspeak verlässt, gehen wir jetzt zur 2.000-Euro-Frage. Keine Ahnung, aber es geht weiter. Unter welchem Schlagwort wird an einem Tag in der Woche Freizeitbekleidung am Arbeitsplatz toleriert? Oh Gott, so eine Frage. Ja. Blue Monday, Ruby Tuesday, Casual Friday oder D, Sunny Sunday? Ich glaube, es ist C. Casual Friday habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Aber Blue Monday, das ist Bullshit. Ruby Tuesday, Sunny Sunday, am Sonntag arbeiten normale Menschen nicht. Nee, mach C, Casual Friday. Casual Friday. Diese Frage kommt von unserem Praktikanten natürlich. Es ist C. Also nice. 2000. Also gut gemacht. So. Aber ich habe schon zwei Joker weg. Ja, es gibt Leute, die anfangs wirklich gestottert haben in der richtigen Wer wird Millionär-Sendung und dann haben sie bei den höheren Fragen jetzt nicht durch Husten, haben sie halt auch die ganzen Fragen beantworten können. Also es ist wirklich die Berliner Frage war für 200 Euro immer noch ein bisschen fies, glaube ich. Aber ja. Gut. Information, bevor wir zur 4.000-Euro-Frage gehen, diese ganzen Fragen, die stammen wirklich aus der echten Sendung.
Ja. Deswegen einige mehr aktuell, einige weniger aktuell. Deswegen, falls irgendwelche Fragen kommen, die etwas nicht aktuell sind, dann sorry. 4000. Wo starb Erich Honecker? Boah, das war irgendwo in Südamerika. Schweiz. Chile. Oder ist er vorher nochmal Deutschland. zurückgekommen? Oh fuck, jetzt Oder wird's fies. Russland. Chile oder Deutschland? Ich weiß nicht. Schweiz ist falsch und Russland ist auch falsch. Ich hab eben gecallt irgendwo in Südamerika. Aber war das. Ah, das ist jetzt fies. Aber ich glaube, es war irgend. Okay, Moment. Also, der ist hundertprozentig nach Südamerika. Ich weiß aber nicht, ob er mal kurzzeitig zurück nach Deutschland ist und dann wieder nach Südamerika. Ich sag, komm, das war meine erste Intuition, Chile. Gut. Erich Honecker, geboren am 25. August 1912, ist am 29. Mai 1994 in Chile gestorben. Okay. Fies wäre es jetzt gewesen, wenn man als Auswahlmöglichkeiten gehabt hätte: Chile, Argentinien, Ecuador und Gott weiß ich. Dann wäre es schwieriger gewesen. Ja. Hätte ja sein können, dass er wieder zurückgekommen ist, ne? Also hast du ja auch so gedacht. Naja, ich glaube, es gab irgendwelche Gerichtsverfahren oder so. Ich wusste aber nicht, ob er ausgeliefert wurde oder so. Aber meistens liefern Länder wie Chile und so ja nicht aus. Und damals waren die wahrscheinlich auch noch sozialistisch oder so. Ich weiß es aber so genau. Gut, wenn du mir jetzt noch die 8.000 € Frage beantworten kannst und dann noch Ja. die 16.000 € Frage, dann hast du den vierten Joker. Die bleibt noch der Frage switchen Joker. Ja. Ich hoffe, den benutzt jetzt nicht gleich. 8.000. Wenn du mir das beantworten kannst. 1867 platzte die Verlobung zwischen Bayerns König Ludwig II. Und der jüngeren Schwester von Queen Victoria, Sissi, Wilhelm II., Richard Wagner.1867 platzte die Verlobung zwischen Bayerns Königin König Ludwig und der jüngeren Schwester. Also eine perfekte Frage für dich als Geschichtsstudent. Ja, aber Als Historiker. 1867, okay. Das war 4 Jahre vor der Reichsgründung. So, man muss mal überlegen. Wilhelm der Zweite muss damals noch relativ jung gewesen sein. Und wenn das dann die jüngere Schwester von Wilhelm II. Gewesen sein soll, dann muss die dann ja, was weiß ich, wie jung gewesen sein. Die muss dann ja, was weiß ich, 5 oder 4 oder so gewesen sein. Und das geht nicht. Also Wilhelm II. Schließe ich aus. Also natürlich, selbst 1867 wurde es noch nicht mit 4 Jahren oder so verlobt. Obwohl Verlobung könnte natürlich sein, dass sie dann erst prognostiziert in 10 Jahren oder so geheiratet hätte. So, Richard Wagner schließe ich aus. Queen Victoria schließe ich mal auch aus. Ich glaube, Queen Victoria war die Tante von Wilhelm II. So, jetzt ist die Sache, es könnte Sissi sein. Und die Hochzeit mit König Ludwig II. Platt. Ach so, nee. Es könnte. Was habe ich nochmal alles für Joker? Du hast nur noch den Frageswitchen Joker. 50-50 und Publikum sind weg. Es könnte natürlich auch sein, Queen Victoria hatte ja mega viele Kinder. Die gilt ja auch als Großmutter Europas, weil die einfach alles in jedes Land verheiratet hat. Und da könnte natürlich auch Bayerns König Ludwig II. Dabei sein. Also C und D sind weg. Jetzt hätte ich gerne nochmal den 50-50-Joker, den ich verschwendet habe für diese scheiß Berliner Frage. A Big oder Spinne. B. Verlobung zwischen Bayerns der jüngeren Schwester. Ach, die jüngere Schwester von Queen Victoria. Moment, ich dachte, die Tochter. Die jüngere. Sch der, ah, nee, 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 das wäre nicht die jüngere Schwester von Queen Victoria gewesen. Oder? Oh, ich bin so verwirrt. Man will hier jetzt natürlich auch nicht versagen, weil ich würde auf 500 runterfallen. Das Lustige, du hast für dich, also du C und D sagst du, es kann nicht sein. Also hast du C und quasi für D dich schon schließe ich ein aus.
Das heißt, für dich hast du ja schon einen 50-50-Joker, ohne einen 50-50-Joker mehr zu haben. Naja, ich meine also, ja, wenn ich zwei ausschließen kann, wäre jetzt der 50-50-Joker hilfreich. Ich tendiere zu B, weil mir die jüngere Schwester von Queen Victoria ein bisschen spanisch vorkommt, aber ey, es war 1867, da kann alles sein. Da kann jeder mit jedem quasi geheiratet haben. Aber ich würde sagen B. Willst du mich davon abbringen oder soll ich es einloggen? Deine finale Antwort. Ich muss echt jetzt nochmal durch. Aber warum sollte die jüngere Schwester von Königin Victoria des Vereinigten Königreichs fucking mit bayerischen König Ludwig II. Das ist fast zu low. Da, es gibt Spanien, es gibt Frankreich, es gibt halt immer noch Preußen, es gibt Österreich. Warum sollte dann Bayern der fast Verschwendung von quasi diplomatischem Kalkül? Ne, ich nehme B. Finale Antwort B. Ja, ich muss jetzt Risiko eingehen dafür, dass ich die Berliner Frage verschwendet habe. Und wenn es falsch ist, ist es falsch. So, ich sag erstmal. Aber dann ist die Berliner Frage schuld. Ich sag erstmal, warum diese Hochzeit geplatzt ist. König Ludwig II. Hatte in seinen Tagebüchern geschrieben, dass er sich zu Homosexuellen, also er hat seine homosexuellen Neigungen, hat er niedergeschrieben. Und die Hochzeit wäre mit Sophie Charlotte August gewesen. Und das war die jüngere Schwester von Antwort B, Sissi. Ja! Ja! Nice! Das ist aber eine Freude, du. Das wäre so peinlich gewesen, wenn ich bei der Historienfrage rausgeflogen wäre. Und das ist halt natürlich die Sache. Du musst halt, wenn du es nicht weißt, musst du es dir versuchen, logisch zu erarbeiten. Und musst gucken, okay, Wilhelm II., wann wurde der Kaiser? Wie alt passt das? Richard Wagner, ausgeschlossen, Queen Victoria. Ist das logisch? Passt das? Und dann, ich wusste es nicht, aber musst dann fokussiert arbeiten und es dir erarbeiten, indem du halt kombinierst, denkst und halt Sachen ausschließt und alles. Gut, und hätte ich den 50-50 noch gehabt, hätte ich ihn benutzt. Aber so ging es jetzt auch. So, als kleine Randnotiz. Ich habe den Chat vor mir. Ja. Also ich sehe auch hier die kompletten Nachrichten hier durchfliegen. Ja, Eskalation und so weiter und so fort. Ja, hast einen guten Job gemacht. Wäre lustig gewesen, gäbe es irgendwelche Leute aus deinem Studium, die das auch zuschauen und sagen, mein Gott, Geschichte voll verkackt. Also, ja, das wäre peinlich gewesen. Ich wollte die Frage auch nicht tauschen, weil das war eine Geschichtsfrage, weil eigentlich hätte es ja nur schlimmer werden können mit einer anderen Frage. Deshalb wäre Frage tauschen, glaube ich, eher schlimmer für mich gewesen. Gut, alles klar. Dann frage ich dich jetzt, bist du bereit für die 16.000 Euro Frage? Diese ermöglicht dir, wenn du sie richtig mir beantwortest, dass du erstmal, wenn du irgendwann falsch liegen solltest, bei 16.000 bleibst und ja, du hast auch dann den vierten Joker. Ja. Gut, dann geht's weiter. Here's a little song I wrote, you might want to sing it note for note. Take on me. Don't worry, be happy. Radio Gaga oder I'm a Scatman? Ich habe null Ahnung über so Musik-Pop-Fragen. Here's a little song I wrote, you might want to sing. Not for. Here's a little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be. Radio Gaga. Und I'm a Scatman kenne ich nicht mal. Was? Okay. Das ist I'm a Scatman. Ich kenne das, also der Titel sagt mir nichts. Ich glaube, da muss ich die Frage tauschen. Du willst die Frage tauschen? Ja. Aber nein, will ich, also das war doch kein, ich glaube. Das war doch keine Bestätigung. Achso, okay. Sorry. Tut mir leid. Here's a little song I wrote, you might want to sing it note for note. Sehr bekannt, das Lied. Sehr bekannt. Wenn ich in den Discord gucke, gibt's einige nickende Gesichter. Ja, aber die Frage ist, kennst du diesen Song? Und kennst du, wie es weitergeht? Weißt du, wie es weitergeht? Here's a little song I wrote, you might want to sing it note for note. Ach, das ist Punkt, Punkt, Punkt. Und ach, und jetzt geht's darum, ach, ich dachte, ach, was, ach, jetzt kommt, wie es weitergeht, oder was?
Here's the little song I wrote. You might want to sing it note for note. I'm a Scatman. Radio car. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Aber das, ich weiß nicht, ob mir das wirklich was weiterhilft, wenn ich es einfach nicht weiß. Was würdest du denn ausschließen? Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. I'm a Scatman. Don't worry, be happy. Take on me. Hast du eventuell... Da reimt sich halt dann auch nichts oder so, wo ich irgendwie drauf kommen könnte. Hast du eventuell eine Lyric im Kopf, die also irgendwelche von diesen vier Antworten... Also C, könnte. Radio Gaga würde ich ausschließen. Weil, here's a little song, I wrote, you might want to sing it note for note. Radio, nee, das passt einfach nicht. Here's a little song I wrote, you might want to sing it note for note, take on me. Here's a little song I wrote, you might want to sing it note for note, take on... Weiß ich nicht. Here's a little song I wrote, you might want to sing it note for note, I'm a scat... Weiß ich nicht. Here's a little song I wrote, you... Lass... might... note for note, don't worry, be... Here's a little song I wrote, you might want to sing it note for note, don't... Ich tendiere zu B, ehrlich gesagt. Weil mir das halt von dem, vom, alleine von der Länge der Worte und dem, quasi wie es musikalisch zusammenpasst, finde ich am ehesten funktioniert. Weißt du, was ich meine? Ja. Wir bräuchten eine Antwort, eine Entscheidung. Willst du den Joker oder willst du eine Antwort geben? Okay, hier ist ein little song. Also C ist Bullshit. A ist auch Bullshit, take on me. So, I'm a Scatman, hier ist ein little song. Eigentlich passt nur B. Möchtest du es einloggen oder möchtest ich du B. den Joker? Ich nehme B. Andi wählt Antwort B. So. Take on Me kommt von Aha. Ja, Take on Me hatte ich schon ausgeschlossen. Radio Gaga kommt von Queen. Hatte ich auch ausgeschlossen. I'm a Scatman ist von Scatman Joan. Muss Leon auf jeden Fall anhören. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. B ist richtig. Ja! Also wahrscheinlich alle Leute, die den Song kennen oder so, machen sich mega drüber lustig und für die war das mega einfach. Ich kenne die Lyrics von dem Song nicht und ich habe mir das jetzt irgendwie versucht, weiß ich nicht, irgendwie zu erschließen. Bobby McFerrins, ja gut, da kommt noch der Jingle. Bobby McFerrins Lied kam 1988 raus und bekam sogar ein Jahr später einen Grammy. Sehr bekannt, das Lied. Aber gut, du hast eine gute Nachricht oder ich habe eine gute Nachricht an dich. Du hast den vierten Joker freigespielt, herzlichen Glückwunsch. Das heißt, Dankeschön. Du kannst jetzt eine falsche Antwort geben, aber dann muss die zweite passen. Bedenke, dass wenn du diesen Joker spielst, dass du dann nicht einfach so aufhören darfst. Bist du bereit? Ich hab noch zwei Joker, oder? Du hast jetzt zwei Joker. Einmal Frage switchen und einmal den Second Chance Joker. Ja, den Second Chance, okay, ja. Okay. Der ist jetzt neu. Ja. Gut, dann gehen wir weiter zur 32.000 Euro Frage. Zu wessen Berufskleidung gehört ein Bäffchen? Pastor, Wiesenkellnerin, OP-Schwester oder Antwort D, Dachdecker? Dachdeckermeister Beneta? Nee, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ein Bäffchen ist. Habe ich noch nie gehört. Könnt ihr mir aber vorstellen, dass es Pastor ist? Ist das vielleicht dieses weiße Kragending, was die da, dieses weiße Ding da, was die da haben? Ist das ein Bäffchen? Weißt du, was ich meine, Tobi? Ja, ich weiß, was du meinst. Nur, ob das wirklich diese Antwort sein könnte, das musst du halt auch preisgeben. Es kann aber hätten auch Antwort B, C oder D sein. Hätten wir nicht einfach zweimal den 50-50 Joker machen können? Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Oder hätte man nicht am Anfang irgendwie sich seinen Joker selbst zusammenstellen können? Okay, OP-Schwester, was hat eine OP-Schwester? Das Einzige, was mir einfiel, was eine OP-Schwester besonders hätte, ist dieser Mundschutz. Aber der heißt doch nicht als Spezialbegriff
wie heißt es? Bäffchen. Eine Wiesenkellnerin. Was? Dirndl? Was könnte sonst noch sein? Ich habe keine Ahnung. Dachdecker, was? Dachdecker, Latzhose, bisschen ein Hemd. Eigentlich könnte. Das passt voll zu einem Pastor, finde ich. An die zwei Joker oder einloggen, wie du willst. Wenn es falsch sein sollte, bleibst du trotzdem bei 16. Wann kommt denn jetzt die Sache, wo wir so ein bisschen über mein Privatleben und so reden? Kommt das nicht auch irgendwann? Ja, das können wir gleich nach der Frage machen, wenn du sie mir beantwortest. Je schneller, desto schneller können wir mit deinem Privatleben weitermachen. Kellnerin, Bäffchen. Also das Einzige, was mir an dieser einer von diesen vier Berufskleidungen einfällt, was irgendwo ein spezielles Ding sein könnte, wäre bei einem Pastor. Weil die haben immer speziellen Kram, irgendwie diesen weißen Kragen, dieses Zeug da. Und das könnte dann so einen komischen Namen haben. Wiesenkellnerin. OP-Schwester. Ich sag A. Geh das Risiko ein. Ich fall dann ja auf 16 zurück, oder? Ja, du fällst dann auf 16 zurück. Dann nehme ich A. Gut. Dann loggen wir Antwort A ein. Also eine Wiesenkellnerin hat natürlich ihr Dirndl drin. Dachdecker hat natürlich seinen Blaumann oder generell irgendwelche Arbeitsausrüstung drin. Bei einer OP-Schwester siehst du sie auch nur in ihren ganzen Monturen und so weiter und so fort. Aber das Bäffchen befindet sich, oder ich würde mal sagen, ist das weiße Teil vom Pastor. Antwort A ist richtig. Oh, das habe ich mir gedacht. Ich habe mir schon gedacht, dass das ist. Aber ich hätte es halt jetzt nicht safe sagen können. So, du willst ein bisschen über dein Privatleben quatschen. Also Smalltalk für die nächsten 30 Sekunden. Ja, ja, ist gut, ist klar. Also, Andreas22 aus Münster ist ein riesengroßer F1-Fan. Für was fährst du momentan und für was bist du Fan? Von wem bist du Fan? Was fahre ich momentan? Achso, wir reden jetzt über die F1 Online-Season oder was? Du bist F1-Fan, das steht da drin. Ich frage dich nur aus. Also auf YouTube, auf dem YouTube-Kanal Nerdlabor fahre ich für Red Bull Toro Rosso Honda. Aber jetzt nicht, weil ich Red Bull Toro Rosso Honda mag. Ich bin Fan der Scuderia Ferrari. Aber leider sah Australien nicht ganz so gut aus. Deshalb bin ich ein bisschen pessimistisch, was die Season angeht. Aber ich habe Hoffnung, dass es noch ein bisschen besser wird. Gut. Hoffentlich fährst du auch ganz gut mit der 64.000-Euro-Frage, die jetzt kommt. Was benutzt ein Pilot zum Ausgleich von Kopf- oder Schwanzlastigkeit seines Flugzeuges? Den Stepper, Crosstrainer, Laufband oder das Trimrad? Stepper, Crosstrainer, Laufband oder Trimrad? Nochmal eine Frage zu dem Last Chance Joker. Wenn ich jetzt sage, den würde ich benutzen, dann würde ich was sagen. Genau. Und das, was ich sage, ist falsch. Was passiert dann genau? Dann kannst du noch eine Antwort geben. Aber du darfst nicht aufhören. Das geht aufhören. Dann muss ich eine andere dieser vier Fragen. Dann richtig. Weiß ich zum Beispiel, dass A falsch ist und kann dann B, D oder C nehmen. Genau. Okay. Das heißt, das ist ja ein leicht abgewandelter 50-50-Joker. Okay, zum Ausgleich von Kopf- oder Schwanzlastigkeit, denn das ist ein Stepper, ein Laufband. Also Cross-Trainer wäre mir fast das. Warum sollte das so heißen, was auch immer es ist? Ich finde irgendwie Stepper lächelt mich an. Aber ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Wie gesagt, wenn es dir zu schwer ist, kannst du entweder aufhören, den zweiten Joker benutzen mit Frage switchen oder den Second Chance Joker holen. Ich habe halt echt gar keine Ahnung. Komm, mach eine andere Frage. Also Frage switchen, willst du? Ja. Das dann ist hier switchen echt... wir für dich die Frage. Du darfst aber davor noch sagen, was du getippt hättest. Ich glaube, ich hätte A genommen. Dann kann ich dir mit Sicherheit sagen, A wäre kompletter Humbug gewesen, D, das Trimrad ist es gewesen. Das Trimrad, okay. Das Trimrad. Ja, das ist wahrscheinlich irgendwas Technisches, ein Rad, was...
Ja, okay, das würde durchaus Sinn machen, aber gut. Ja. Wir springen direkt in eine neue 64.000 Euro Frage. Und die lautet: Wo wird man am ehesten auf den Namen des Neuseeländers Lemiels treffen? Ich hab noch nie gehört. Baumarkt, Fitnessstudio, Parfümerie oder D, die Diskothek. Könnt mir vorstellen, dass es die Parfümerie ist. Im Baumarkt habe ich noch nie den Namen Lemiel, irgendein Franzose. Im Fitnessstudio weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ist der Erfinder von irgendeinem super Protein-Shake? Ich habe keine Ahnung. Diskothek habe ich. Also am ehesten. Das heißt ja nicht, dass man es unbedingt sieht. Ist aber in der Diskothek. Also ich war schon in Diskotheken, ich war auch schon im Baumarkt, im Fitnessstudio war ich noch nicht. Ich tendiere zur Parfümerie, ehrlich gesagt. €33.000 sind auch ein Stückchen, was andere Kandidaten. Aber es könnte auch echt können. Auch. Ich nehme den Last Chance Joker und nehme C. Gut, dann holen wir erst den Joker ran. Loggen C ein. Und C ist falsch. So, jetzt habe ich einen ganz schönen Salat vor mir. A, B oder D oder aufhören. Oder 16.000 €. Oder die... Achso, aufhören geht ja nicht, Entschuldigung. Ja, warum geht aufhören nicht? Weil du den Second Chance Joker benutzt hast. Das heißt, du musst jetzt eine Antwort geben. Ich muss was beantworten? Ja. Du kannst nicht aufhören. A, B oder D? Aber sie ist positiv, deine Chance, eine richtige Antwort zu geben. Du musst echt mal logisch überlegen. Also in einem fucking Baumarkt. So, was könnte der Franzose da sein? Im fucking also Neuseeländer. Es ist Neuseeländer. Ja, aber er hat einen französischen Namen, so. Im Baumarkt, so. Irgendwelche Bohrschrauber... Akkuschrauber, ist das irgendeine Firma? Es ist ja eine Person, die der Name des Neuseeländers, so, der könnte irgendwas mit Musik zu tun haben. Irgendein Rapper, irgendein DJ, dann könnte es Diskothek sein, oder das ist irgend so ein Fitness-Dude. Bodybuilder. Deine Chance, eine Antwort zu geben und die richtig ist, liegt jetzt bei 33,33333333%. Also. Sie ist etwas gestiegen. Nur musst du dich jetzt entscheiden, ob A, B oder D. Und ja, wäre schön, wenn diese Antwort bald kommen könnte. Meine Gesichter der anderen, was die so... Okay, die gucken alle... Andreas, 22 aus Münster. Ich tendiere echt zwischen B und D. Es gibt halt diese ganzen Elektro-DJs und so. Das ist überhaupt nicht meine Szene. Davon habe ich überhaupt keine Ahnung. Das könnte irgendein Neuseeländer sein. Oder irgendein Fitness-Dude. Andreas, 22 aus Münster, welches gerne Zero Escape, Zero Time Dilemma haben will, trifft jetzt ich eine Antwort. Was wird es sein? Du schmeißt eine Münze. Euro ist Fitness und Kopf ist Diskothek. Okay, aber voll ich hoch. Nehme Fitness. Du nimmst Antwort B, ja, Fitness. B. Was soll's. Ich weiß es halt nicht. Ich hab keine Ahnung. Schlimmsten Fall, ich falle halt auf 16 zurück. Ich kann ja sagen... Lees Miles International, ja, wurde gegründet im Jahre 1997 und ist eine Fitnessstudio-Kette. Was? Oh, what the fuck? Okay. Okay, nice.
So, damit ist dein Polster um 64.000 Euro gestiegen. Ist eine Fitnessstudio-Kette? Ja, es ist eine Fitnessstudio-Kette. Okay, die gibt es anscheinend in Deutschland nicht, oder? Sitz in Auckland. Okay. Dann war das jetzt aber schon ein bisschen schwieriger, oder? Ja gut, ich meine, es werden ja nicht bis zum 15. Fragen alles leichter, ne? Boah, wenn also, das jetzt aber keine Frage ist, die ich beantworten kann, dann gehe ich. Du hast keine Joker. Das ist eventuell deine letzte Frage. Ich weiß ja nicht, wie du dich entscheidest. Es geht um 125.000 Euro. Okay, los geht's. Welches Tier wiegt bei der seiner Geburt nur rund 300 bis 400 Gramm? Ja. Braunbär, die Giraffe, Hausesel oder D, der Gorilla? Giraffe schließe ich aus. Hausesel schließe ich aus. Jetzt ist die Frage, Braunbär oder Gorilla? Ich weiß halt noch nicht mal, wie viel ein Mensch bei der Geburt wiegt. Dann könnte man das irgendwie vergleichen mit dem Gorilla, weißt du? Weil 300 bis 400 Gramm, okay, das ist so ein bisschen weniger als die Hälfte von einem Kilogramm. So ein Kilogramm ist ungefähr so eine Flasche Wasser. Oder halt eine Flasche Wasser mit einem Kilogramm. Das könnte, ein Baby-Gorilla könnte ich mir vorstellen. Ein Baby-Braunbär. Weiß es nicht. Also es ist natürlich noch weniger, also die, ein bisschen weniger als die Hälfte von so einer Flasche Wasser. Aber so ein kleiner Baby-Gorilla ist... Boah, ich tendiere echt zu D. Für was entscheidest du dich? Aber ich glaube, ich sollte aufhören, oder? Das liegt ganz nach dir. Also du kannst entscheiden, was du willst. Du lebst in einem freien Land, du kannst natürlich zocken. Ich habe 64. Gewinnen. Das ist halt der große Nachteil davon, dass ich jetzt Erster bin. Weil wenn ich jetzt Letzter wäre... dann könnte ich noch entscheiden, ob ich das jetzt wagen muss, um die 125 zu kriegen. Ja. Weil jetzt weiß ich natürlich nicht, ob jetzt noch ein anderer 64 macht, weil dann hätte ich jetzt natürlich, würde ich jetzt zocken und D nehmen. Aber vielleicht Als kommt ja auch keiner bis 64. Kleine Randnotiz bis hierhin, falls der zweite Kandidat bis zur 64.000 Euro Frage kommt und sie auch richtig beantwortet und dann aufhört, gewinnt er dieses Spiel nicht. Weil ich Erster war, ja. Weil du Erster warst, genau. Ich tendiere echt zu Gorilla, aber ich glaube, man muss vernünftig sein und aufhören, oder? Sag es mir. Meine Hände sind gebunden. Ich höre auf. Alles klar. Dann Andreas Johannes, 22 Jahre alt aus Münster, hört mir 64.000 Euro auf. Vielen Dank. Dankeschön. Dann einen sehr guten Marker gesetzt. Ba, 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 ba. Und du kannst mir jetzt sagen... Ja, ich hätte D gesagt, glaube ich. Gut, loggen wir D ein und siehe da, es wäre A gewesen. Ah, gut. Also ja, gut, hast du nochmal Glück 50 gehabt? Hätte ich den 50 gehabt, aber ja. Ja, gut, hast du nochmal Glück gehabt, dass es alles gut funktioniert hat, dass du auch so zur richtigen Stelle aufgehört hast. Für die ganzen Leute, die im Chat sagen, es sei alles Cheaten und so weiter und so fort. Was? Würden wir auf der Brille von Andi sehen, wer jetzt zum Beispiel was googeln könnte auf seinem Handy. Macht er natürlich nicht. Google-Brille. Alles klar. Gut. Vielen Dank, Andi, fürs Mitmachen. Du kannst dir jetzt die restliche Show anschauen und wir gehen jetzt wieder zu den restlichen Kandidaten. Lehn dich zurück. Das wird witzig. Oh Mann. Hier ist der Little Song. Rot. Might want to sing it. Note for note. No. Don't worry. Okay, bevor wir jetzt hier weitere Zeit verschwenden, kommen wir zur nächsten Auswahlfrage. Bitte den Link aktualisieren bzw. schließen und wieder öffnen. Und ich mache jetzt dann nicht mehr mit, oder? Genau, du kannst sie jetzt schön die Arme verschränken und alles anschauen. Du kannst auch den Channel verlassen, ist natürlich auch viel besser. Die Auswahlfrage. Ergänzen Sie, was man bei Abi, Abo, Alu und Akku im Sprachgebrauch gerne weglässt. Hä? Minimum Nementur Mulator. Ja,
wenn die Zeit schneller ist als der Moderator, dann merkt man, dass man etwas nervös ist. Natürlich kommt als erstes Antwort C. Fuck, ich glaube, ich hab's richtig. Tour. Dann kommt ich B, Nement. Nement. Antwort A, Minimum. Und ach so, Minimum. Oh, das und D, Emulator. Und wir gucken jetzt mal hier die Zeiten an. Merlin lang, mit 4,8 Sekunden. Herzlich willkommen bei Wer wird Millionär? Ich batze langsam beim Einloggen. Oh nein, ich will nicht mal. Ja, Leute, ich bin zu dumm für den Scheiß. Na egal. Moin, Merlin. Hey. Auf geht's zum Stuhl. User left your channel. Oh Mann, oh Mann. So, es wird wieder etwas feinjustiert. Bis dahin Merlin aus Unna ebenfalls. Ja. Ist Schalke-Fan. Das stimmt. Seit wann pocht für dich das Herz eines Blau-Weißen? Seit ich 5 bin, also seit vielen Jahren. Seit sehr vielen Jahren. Du bist 19 Jahre alt und dein Lieblingsspiel oder generell das Spiel, was du gerne haben willst, ist Football Tactics and Glory. Das ist korrekt. Worum geht's da? Das ist ein, ich glaube, rundenbasiertes Fußballspiel, wo es um Taktik und Ruhm geht. Verrückt. Da könnte man doch eigentlich auch den Football Manager holen, oder? Oder was ist der Unterschied zwischen dem Football Manager und dem Spiel? Der Football Manager ist nicht rundenbasiert. Also es ist wirklich eine andere Art von Spiel. Okay. Und der Football Manager ist teurer. Ja gut, alles klar, da muss man hier einige Kürzungen ertragen. Ja. Genau, bitte den Stream ausmachen. Du hast auch die ganzen Joker, die auch der Anni benutzt hat, 50-50 Fragen switchen, Publikumsjoker und ab 16.000 Euro ist auch der vierte Joker dabei. Die Frage ist, wirst du es schaffen, die 64.000 zu knacken und eventuell die mit 125.000 Euro einen neuen Marker zu setzen? Anni hat gut vorgelegt. Ich hoffe, du kommst ebenfalls sehr gut voraus. Und wir fangen dann an mit der ersten Frage. Hier ist die 50-Euro-Frage. Und zwar möchte ich wissen von dir. Die Kuh war sich sicher, dass ihr letzter Liebhaber ein Einkaufsstraße, Flaniermeile, Promenade, Boulevard. Das ist D, ein Boulevard. Die ersten 50 Euro. Boah, Gott sei Dank, immerhin. Ja. Ey, ohne Witz, bei Andis Ding gerade, bis zu 500 hätte ich schon dreimal verkackt. Das war schrecklich. Für 100 Euro möchte ich wissen, festgemauert in der Erde steht die Form auf der Kippe, aus Lehm gebrannt und kann nicht anders wie eine 1. Ja, das steht schon vor unserem ersten Problem. Festgemauert in der Erde steht die Form. Ich kenne nur, dass jemand wie eine 1 steht. Das einzige oder auf der Kippe kenne ich auch, aber das würde ja keinen Sinn machen. Lehm gebrannt und kann nicht anders. Ach Leute, ist doch schon wieder scheiße hier. Willst du die ersten Joker schon benutzen, wenn du willst? Andy wurde gerade auch geholfen. Ja? Kannst du vielleicht noch ein paar Tipps hier kloppen? Nee, aber Andy hatte auch schwierige Fragen. Festgebaut in der Erde steht die Form. Wie eine 1. Festgebaut in der Erde. Aus Lehm gebrannt. Wie hört sich das Lehm die Frage an? Ja, wie ein Sprichwort. Das ein Sprichwort wäre. Festgebaut steht die Form wieder. Ich würde zu B oder D würde ich gerade sagen, aber. Aus Lehm gebrannt. Also ich glaube, aus Lehm gebrannt. Das ist das Einzige, was ich nicht kenne. Also. Aber irgendwie macht es für mich am meisten Sinn. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Also das Antwort B. Ja, Antwort B. Gut, wir müssen etwas rutschig machen. Antwort B ist korrekt. Ja, danke schön. Von Friedrich Schiller, Gedichte Kapitel 151. Und da steht die komplette Geschichte drin. Mein Lieblingsmensch. Ja. Hör ich mir immer Hörspiele an, abends. 200. Keinesfalls muss man bei der Zubereitung von... Wenn es wieder Zwiebeln kommen, ne, dann bin ich... Toastbrot Brot toasten. Bratwürsten, Würste braten, Rührteig, Teig rühren, Rollen, Möpsen, Möpse rollen. Das ist dann D. D ist korrekt. Ach Gott. 300. Wovon hat man üblicherweise nicht mehr als 4? Urgroßväter, Enkel,
Cousins oder D. Onkel. Ah, Urgroßväter. Das waren 300. Nicht Urgroßväter, ja. 500. Was? Das war ein schlechter Gag. Worin ist buchstäblich ein Jurist zu finden? Pressesprecher, Berichterstatter, Chefredakteur, Auslandskorrespondent. Ich verstehe die Frage nicht. Warum buchstäblich? Ja, irgendwo Anwalt oder so drin. Also als Wort oder was? Ach Leute, das läuft doch schon wieder nicht gut hier. Ich check die Frage wirklich nicht. Das buchstäblich verwirrt mich. Was ist der Job eines Juristen? Der hat was mit Recht zu tun. Das ist Richter. Das ist B. Berichterstatter. Ah, okay. Antwort B ist richtig. Ja, okay. Ja, genau, nach sowas habe ich gesucht. Schon. Muss er erklären, wenn der was. Vergiss die ganze Zeit diesen verdammten Jingle, obwohl ich 20 Millionen Sendungen von Wer wird Millionär gesehen habe. Ne? Also Günther Jauch, der gibt ja auch hin und wieder ein paar kleine Denkanstöße. Deswegen bin ich froh, dass du auch die Frage beantworten konntest. Und wir machen weiter mit der sechsten Frage. Was entwickelte das Fraunhofer Institut für integrierte Schaltungen? War das A, die Formel 1? B, R2-D2? C, MP3-Format? Oder D, Hartz IV. Fraunhofer Institut für integrierte Schaltungen. Also A und B ist es nicht. D macht eigentlich auch keinen Sinn. Ich würde das wundern, warum die das. Oder ich weiß nicht, was steht denn integrierte Schaltungen? Ich würde zu C tendieren, weil ich keinen Plan habe, wer hat vier, ob das vielleicht irgendein Institut oder so, weil eigentlich macht das keinen Sinn. Aber ich komme mir so dumm vor, weil irgendwie Andi gerade dran war. Der du bist die Nummer zwei, als zweite Person ist man immer nervös. Ja, das ist für mich auch das zweite Mal. Ich bin auch noch dumm dazu, also, das ist ja das Problem. Ja. Ich würde halt echt zu C tendieren, aber ich habe auch keinen Plan, wer hat denn das MP3-Format? Ich weiß nicht mal, wer das erfunden hat. Wenn du keine Ahnung hast, setz einen Konrad davor. Hä? So, während du überlegst, kann ich ja schnell im Chat schreiben, dass nach der Sendung auch irgendwann mal ein Anmeldeformular für die nächste Sendung bereitsteht, wenn ihr ein Spiel bis zu maximal 20 Euro gewinnen wollt. Also MP3-Format macht auch keinen Sinn, ist das nicht schon uralt? Das Voraussetzungen hat mit dafür, damit zu tun. Voraussetzungen dafür natürlich eine Webcam, sehr viel Wissen und ja, eine Webcam habe ich immerhin. Eine Portion Glück wäre auch schön. Merlin. Ja. A, B, C oder D? Ich glaube, ich nehme den Publikumsjoker. Warte, wie viel Geld habe ich gerade? Du bist bei 500. Wenn du falsch antwortest, bist du bei 500. Ja, ich nehme trotzdem den Publikumsjoker. Alles klar. Das Gefühl, dann, das ist eine Sache, die jeder weiß, außer ich. Dann holen wir den Publikumsjoker ran. Der Link wird wieder auf YouTube und auf Twitch gepostet. Ihr habt mal wieder die Möglichkeit abzustimmen. Was entwickelte das Fraunhofer Institut für integrierte Schaltungen? A, war das die Formel 1, R2-D2, MP3-Format oder Hartz IV? Ihr habt jetzt die Zeit, zu voten. Los geht's. Warum sollte C? Ach, das ist so dämlich. Und wartet natürlich, wie gesagt, wir sind einige Sekunden voraus. Wird etwas delayed. Oh, 87% okay. Sagen, es ist das MP3-Format gewesen. Ja, dann nehme ich das doch.
Ich habe keinen Sinn bei denen gemacht. Also das Problem, dann denkst du einfach alles. Das ist total behindert. Ich lasse das mal unkommentiert und sage dir einfach mal voraus, dass C richtig ist. Das MP3-Format. Vergiss mal. Du hast die Million. Ich kann mich nicht erinnern, was bei der 1000-Euro-Frage war. Also kannst du dich erinnern? Ich auch nicht. Keiner. Ich glaube sogar im Chat weiß es gar keiner. 2000. Wenn du mir diese Frage beantworten kannst. Ein Filmklassiker mit Steve Martin aus dem Jahre 1981 heißt Tote tragen keine. Beantwortung: Karos, Bierkästen, Pudelmützen. Also wenn du denkst, die Fragen könnten nicht fieser sein, dann kommt direkt die nächste hinterher. Es sei denn, du hast die Antwort, dann. Ne, also ich kenne logischerweise den Film nicht, hab noch nie gehört. Aber ich finde, sowohl B, C oder D sind sehr komische Auswahlmöglichkeiten. Fun Fact, ich habe einen Freund, der tatsächlich Steve Martin heißt. Der war 81, aber noch nicht geboren. Ich würde eigentlich zu Arte nehmen, weil das andere klingt absolut scheiße. Aber ich habe auch keinen Plan, wer Steve Martin ist. Also. Willst du einen Joker setzen? Ach, wenn du das schon so nett fragst. Tote tragen keine Verantwortung, tragen keine Karos. Also, wir sind jetzt nicht so richtig unter Zeitdruck. Beziehungsweise schon etwas ein bisschen, aber du hast Zeit, es zu überlegen. Und ich meine. Okay. Du kannst A, B, C oder D wählen. Du kannst die Joker holen. Du kannst sogar aufhören, wenn du willst. Also. Das lasse ich, glaube ich, lieber. Du kannst sagen, Mensch. Tote tragen keine Verantwortung. Klingt halt einfach logisch. Tote tragen keine Karos, Pudelmützen, Bierkästen. Ich sag A. Oder? Wenn ihr es nicht direkt einloggt, habe ich Angst, weil Andi hat auch dreimal C gesagt bei der 1000-Euro-Frage und keiner von euch hat eingeloggt. Ja, dann nehme ich noch irgendeinen Joker, wir nehmen hier. Aber welchen? Das ist jetzt gerade psychologische Kriegsführung, die du dir selber verteilst. Ey, ganz im Ernst, bei Andi hat auch bei der 1000-Euro-Frage sechsmal gesagt, okay, dann nehme ich jetzt halt C und ihr habt es einfach nicht eingeloggt. Also versuche ich jetzt den gleichen Trick zu nehmen mit dem A-Ding, aber das scheint ja irgendwie. Gut, dann sag mir, welchen Joker du haben willst. Ich habe schon vergessen, was für Joker es überhaupt gibt. 50-50-Fragewechsel noch, ne? Genau. Oh. Aber wenn ich die Frage wechsle, weiß ich genauso wenig. Ich wechsle die Frage. Wechselst die Frage? Ja. Dann wechseln wir die Frage. Vorher kannst jetzt du aber sagen. Jetzt werden wir nicht pisst. Verantwortung. Wir loggen A ein und es wäre nicht A gewesen, sondern B, Karos. Karos. Glück gehabt. Nie gehört und nie gesehen. Würde ich mal sagen. Glück gehabt. Eine neue Frage wird geladen und sie lautet: Kommt in Filmen ein Defibrillator zum Einsatz, heißt es oft: Lass mich durch, ich bin ab ins Bett, Füße vom Stuhl, vor die Tür, weg vom Tisch. Ab ins Bett, Füße vom Stuhl, vor die Tür. Ach so, weg vom Tisch. Defibrillator ist doch dieses scheiß Elektroding, wo du dann auf die Brust setzt und dann macht pff und dann ist alles wieder gut. Ganz gut läuft. weg vom Tisch. Mann, haben wir fühlen keinen Pulsschlag. Oh mein Gott, belebt ihn wieder. Boah, die Tür, das macht alles, also weg vom Tisch macht das alles keinen Sinn. Ich sag weg vom Tisch. Ab ins Bett, Füße vom Stuhl vor die Tür. Ach Leute. Finale Antwort, Berlin. Weg vom Tisch. Das, was du jetzt als nächstes sagst, wird eingeloggt. Oh Mann, aber was heißt denn vor die Tür? Also, ich hab mich noch nie gehört, wieso sollte man dann vor die Tür gehen müssen? Scheiß Gaffer immer. Füße vom Stuhl. Ab ins Bett. Ich sag D. Gut, du hast ich versucht. Ich hab ja gesagt, die nächste Antwort zählt. Wir wählen vor D. Also, ich habe noch nie in einem Film oder in einer Serie gehört, dass jemand sagt, Füße vom Stuhl oder ab ins Bett oder vor die Tür. Es kann nur Antwort D sein, weg vom Tisch. Also, du hast mir echt Angst gemacht mit deinem. Kannst du laut sagen. Uff.
Kann jetzt mal die Fußballfrage kommen? Vielleicht hast du Glück mit der 4.000-Euro-Frage. In der Physik lautet eine wichtige Formel Physik, Arbeit gleich Kraft mal Weg, Leistung plus Dauer, Masse minus Druck, Energie durch Wärme. Ich hasse Physik, ne? Aber ich würde C und D, glaube ich, erstmal ausschließen. Aber Leistung plus Dauer. Eigentlich habe ich direkt zu A gedacht. Aber ich kann nicht, wie gesagt, Physik stelle ich immer 5. Ich hasse jegliche Naturwissenschaften, egal ob also Biologie, Physik oder Chemie. Für mich ist Physik einfach nur, alles fällt runter und Strom kommt aus der Dose und schmeckt auer. Das ist meine. Ja, ungefähr so sieht das bei mir aus. Wissensstand. Aber Masse minus Druck, nee. Das, ich glaube, Arbeit bräuchte man ja. Also, Arbeit berechnet man ja auch öfter, glaube ich mal. Masse minus Druck macht da irgendwie keinen Sinn. Energie durch Wärme, glaube ich auch nicht. Kraft mal Weg. Warum den Weg? Leistung plus Dauer. Komm, ich nehme den 50-50-Joker und hoffe, dass A oder B stehen bleibt. Nur A oder B. Dann mal los, Computer. 50-50. Wahrscheinlich ist beides dann weg. Ja, dann sage ich A. Ich weiß, was soll mir sonst passieren? Ich habe direkt so A tendiert, ich sage einfach A. Masse minus Druck. Aber ich habe überhaupt keinen Plan. Ich glaube, diese Formel lernt man in der 5. Ja, wahrscheinlich in der 5. Wahrscheinlich kein Kindergartenschüler das, aber ich. Also ich habe Physik einfach aufgegeben, als ich 2 war. Also für mich ist immer noch Strom kommt von der Steckdose. Aber Arbeit ist natürlich Kraft mal Weg. Also ich bin schon gekommen, aber egal. So. 8.000 und dann gibt's ein bisschen Smalltalk. Dafür muss ich sie erstmal schaffen. Einen flotten Kino-Dreier liefert. Fuck, ist Meryl Steve Martin, Alter. Ich kenne den Typ immer noch nicht. Und Steve Martin in der Komödie Wenn Liebe. Welches kenne ich die anderen beiden? Blind macht. So einfach wäre. Durch den Magen geht. Oder D. Auf Kurzarbeit ist. Wenn Liebe so einfach wäre. Würde ich jetzt sagen. Hört sich das an, als wäre das ein Film, den ich schon mal gehört hätte. Ich kenne meinen Meryl Streep und Alec Baldwin, ja. Ich habe immer noch keinen Plan, wer Steve Martin ist. Aber ich sag B. Weil warte, wenn Liebe blind macht, könnte aber auch ein Film sein. Wenn Liebe durch die Bahn geht, ist viel zu lang, wenn Liebe auf Kurzarbeit ist. Aber das ist so ein schlechter Komödienname, der könnte. Ach, ich sag einfach B, das war mein erster Instinkt. Gut, long mal Liebe B. Wenn so einfach wäre, klingt wie ein Film. Dieser Film kam 2009 raus, wurde auch nominiert. Und der Titel des Films, oder Komödie von Meryl Streep, Alec Baldwin und Steve Martin, ist Wenn Liebe so einfach wäre. Okay. So. Jetzt die Fußballfrage. Komm. Ich lese gerade, obwohl wir machen das so, du entscheidest. Willst du direkt 16.000 oder ein bisschen Smalltalk betreiben? Das ist, von mir aus können wir ein bisschen Smalltalk betreiben. Alles klar. Außer ihr seid im Zeitdruck. Denn wir sind hier überhaupt nicht im Zeitdruck. Wir machen einfach schön 30 Sekunden Smalltalk, dann mache ich irgendwie eine dämliche Überleitung und dann gehen wir direkt zur 16.000-Euro-Frage. Na dann. Also, du bist laut Karteikarte, bist du angehender Erzieher. Warum das hast du dich schön diesen Beruf entschieden? Erzähl mir mal, erklär mir mal. Ich sehr gerne mit Kindern zusammenarbeite. Ja, aber wirklich eigentlich. Also meine ganze Familie ist ja schon so in dieser sozialpädagogischen Richtung und da dachte ich mir, das ist für mich wahrscheinlich auch nicht schlecht. Hab da ja auch ein paar Praktika drin gemacht und ich glaube, ich kann das ganz gut. Alles klar. Gut, dann kommt jetzt die schlechte Überleitung. Hoffentlich hat die Erziehung bei der 16.000 Euro nicht fehlgeschlagen, bei der 16.000 Euro Frage. Wenn du diese Frage richtig beantworten kannst, dann hast du den vierten Joker frei. Und ich wünsche dir sehr viel Glück. Kann ich auch hier sehr kommt gut gebrauchen. Diese Frage. Ich möchte von dir wissen: Welcher See findet sich in der Schweiz nicht? Oh, Seen. Genfer See. Luganer See. Baselsee. Oder D. Zürichsee. Thank you.
Ich und Erdkunde, ne? War ich im Randstand, hast du auch in der 5? Ja. Echt? Okay. Nee, also in, ja, also jetzt für diesen scheiß Kampf hier Kohle und so. Irgendwie hat mein Kopf direkt B gesagt. Ich kann Lugan. Ich weiß nicht, ob das überhaupt in der Schweiz ist. Der Rest ist in der Schweiz, so viel ich weiß. Also ich kann wahrscheinlich sind das alles Schweizer Städte, aber ich habe keinen Plan, wer von denen einen See hat, der so heißt. Also ich kann dir einen kleinen Tipp geben. Ja. Es kommt das Wort See drin vor. Ach, Dankeschön. Ja. Ich glaube, dann tendiere ich jetzt recht zu B. Ja, irgendwie habe ich direkt B gedacht. Genf ist so viel, ich weiß, in der Stadt, in der Schweiz. Ist Genf wirklich in der Schweiz? Ich glaube, Genf ist in der Schweiz. Basel ist in der Schweiz sowieso. Zürich ist in der Schweiz. Und Lugan, ich weiß nicht mal, welche Stadt das sein soll, wenn ich ehrlich bin. Lugana? Klingt italienisch. Aber wahrscheinlich ist auch eine Stadt in der Schweiz. Ich weiß es nicht, ich sage einfach B. Raten muss ich eh. Ich sage einfach B, Luganersee. Ich habe eh keinen Plan, ob die existieren oder nicht. Finale Antwort? Antwort B? Ja. Merlin, 19 Jahre, aus Unna. 20 Euro Preiswunsch ist ein Football Tactics and Glory Simulationskeulenspiel über Management und so weiter und so fort, weil Football Manager einfach viel zu teuer ist. Das muss ich mir selber kaufen, oder? Ich muss dir sagen, dass dir das Spiel selber kaufen musst. Es wäre Antwort 10 gewesen. Der Baselsee, ja, schade. Es tut mir wirklich leid für dich. Du hast schwierige Fragen aus der Datenbank bekommen. Ich bin, wie gesagt, nur der Host. Und danke fürs Mitmachen. Auf 500 Euro runtergefallen. Ich hoffe, du hast ein gutes Restprogramm hier noch. Kannst jetzt nach hinten gehen, dir den Twitch-Kanal weiterhin anschauen. Und, das werde ich natürlich tun. Ja. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und wir gehen wieder zurück zu den Kandidaten. Applaus! So, last but not least, alle guten Dinge sind drei, dann ist auch die Sendung vorbei. Das hat sich unnötig gereimt, aber dennoch bitte den Link refreshen und wir kommen zur nächsten Auswahlfrage. Nein, das lädt noch nicht. Bei mir auch nicht. Okay, jetzt. Warte. Regie? Jetzt. Fragezeichen. Why? So. Auswahlfrage. Weisen Sie die Kunden darauf hin, dass das Sonderangebot nicht unbegrenzt verfügbar ist. Der reicht so lange Vorrat. Das ging wirklich aus der Pistole rausgeschossen. Natürlich kommt erstmal C. Solange der Vorrat reicht. Oh. Okay, sorry. Tut mir leid. Wer hat jetzt gerade oh nein geschrien? Keiner. Okay, sorry, bevor wir auflösen, ich möchte mal gerne wissen, was hast du bitte schön getippt? Das sag ich nicht. Das siehst du doch eh gleich, Alter. Okay, zeig mir das Ergebnis. Ich stehe einfach so unter Zeitdruck, ich kann das nicht, Alter. Solange der Vorrat reicht. Ja, komm, gucken wir einfach die Ergebnisse, wir ziehen jetzt nicht unnötig in Länge. Es wäre natürlich dieser noch gewesen und Rio ist mit 3,81 der Schnellste gewesen. Rio, herzlich willkommen. Bei Wer wird Millionär? Ich lade dich ein, lade dich auch mit ein. Du hast sie mit. Egal. Weil ich muss das so. Du bist Nummer 3. Ja. In der ersten Sendung und damit auch der letzte. Du hast die Chance, ein 20-Euro-Spiel nach deiner Wahl zu holen. Für was hast du dich denn entschieden? Das Spiel, was ich entschieden habe, war The Sexy Brutal. Das ist ein Rätselspiel, in dem man die Zeit hin und her switchen muss, um halt zu gucken, wo welche Beweise liegen, wo wer gestorben ist und so weiter. Gut. Ansonsten, ganz ehrlich, wollen wir einfach anfangen, oder? Oder willst du noch was sagen? Ja, bitte. Das wird sowieso sehr schnell enden. Peinliche Stille brauchen wir hier nicht. Hier kommt die erste Frage bei Wer wird Millionär. Aber davor kann ich dir sagen, dass du auch hier wieder alle Joker zur Verfügung hast. Einmal den 50-50-Joker
Frage switchen und den Publikumsjoker ab 16.000 Euro bekommst du, wenn du sie richtig beantwortest, den vierten Zusatzjoker dazu. Ich wünsche dir viel Glück. Zu schlagen gilt es die 64.000. Und wir fangen an mit der ersten Frage. Es geht um 50 Euro. Ich möchte wissen, was trägt man eher unfreiwillig? Halskette, Armreif, Augenringe, Zungenpiercing. Ich hätte jetzt den Münchorn gesagt, aber ich nehme die Augenringe. Ja, ist korrekt. Ja. Die ersten 500 Fragen ballern wir jetzt durch. Ja, okay, 100. Ja. Jetzt will ich aber ein richtiges Tempo haben. Alle nach 10 Sekunden immer. Wer die Schlagerkönigin Berg von hinten betrachtet, sieht Stoppschild, Zebrastreifen, Verkehrsampel, Andreas Kreuz. Andreas Kreuz. Komm, direkt weiter, richtig. 200. Was ist ein Scharlatan? Drückeberger, Leseratte, ein Schwindler oder ein Busenkrabscher? Der Schwindler. 200. Jetzt kommt die Berliner Frage. Wie heißt der größte Musical-Erfolg von Andrew Lloyd Webber? Ach du Scheiße. Dogs, Sheep, okay. Cats, Pigs. Cats. Weiter. Komm, weiter. Schnell. Wir haben keinen Zeitdruck, aber je länger du jetzt hier brauchst, ach, je kürzer du jetzt hier brauchst, ne? Dann kannst du länger antworten. Neil Tennant und Chris Lowe. Sex Shop Boys, Pet Shop Boys, Coffee Shop Boys, RTL Shop Boys. Pet Shop Boys. Und damit hast du die ersten 5 Fragen richtig. Jo. Das war schön. Solche Fragen bitte jetzt dann die Abend. So. Kommt kein Jingle? Schade, ich dachte, es kommt jetzt ein Jingle. Da ist er auch, ja. Wenn der wandelnde Internet Explorer wieder zuschlägt. Wir machen weiter mit der 1.000-Euro-Frage. Ich möchte von dir wissen: Was ist der Big Ben in London? Ist es A, ein Doppeldeckerbus, ein Verkehrspolizist, Parlamentsglocke oder Prime Minister, Premierminister? Die Parlamentsglocke? Das hat sich eher so fraglich angehört. Nee, weil ich mich gerade wundere, warum so eine einfache Frage jetzt noch kommt. Okay, wenn es so ist, dann holen wir halt C, ne? Also loggen wir es ein. Ja, ist richtig. 1.000 für dich. Für 2.000 möchte ich jetzt wissen von dir. Wessen Nachname bedeutet in der Sprache seiner Heimat Weihnachten? Ist es A. Lionel Messi, Vitali Klitschko, Rafael Nadal, Arnold Schwarzenegger? Das ist scheiße. Du hast die ersten 5 Fragen so richtig schön durchgejagt. Jetzt hast du auch etwas mehr Zeit zum Überlegen. Ich gucke mal ein bisschen in den Chat, was der Chat so sagt. Also, den Arnold kann man ja schon ausschließen. So, Messi. Messi kommt von wo? Hier ne Messi. Du willst uns gerade weismachen, dass du nicht weißt, wer Lionel Messi ist. Ne, ist es nicht ein Argentiner? Kommt er nicht von da? Ich habe keine Ahnung. Ach nee, Moment, Messi ist der Franzose, oder? Nee. Oh Gott, ich bin da müde hier so. Egal, Fußballer. Ich nehme eine andere Frage. Die Frage switchen. Möchtest du wirklich die Frage switchen? Ja, ich habe echt keine Ahnung. Gut. Ich weiß ja nicht mal, von wo die Leute herkommen teilweise. Dann wählen wir jetzt den Joker-Frage switchen. Bin ich lustig, dass immer bei der 2.000-Euro-Frage die Frage geswitcht wird. Was wäre denn deine Antwort gewesen? Ich hätte Nadal getippt, weil das vielleicht irgendwas mit für diesen Navidad oder so in der Nähe zu tun hätte.
Es wäre Antwort C gewesen. Ja, scheiße. Richtig. Verdammt aber auch. Spanischer Tennisspieler bedeutet in der Sprache seiner Heimat Weihnachten. Weiter geht's. Selbe Geldstufe. Nächste Frage. Wo wurde Mikhail Gorbatschow geboren? UdSSR. 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 Oder ist es UdSSR? Das ist Assi. Willst du noch einen Joker? Getting tricky, genau. UdSSR. Ich habe auch keine Ahnung, wofür das jetzt stehen könnte. Hau mir mal ein 50-50 rein. Wie ihr befehlt, einmal den 50-50. Bleiben nur noch A, UdSSR und C, UdSSR. Und jetzt. Eine UdSSR ist richtig. Nur ich könnte mich jetzt hart blamieren, aber ich sag jetzt A. Finale Antwort A also? Ja. Ich würde eher sagen, du kassierst. Und nämlich 2000 Euro. A ist richtig. Ja, und schon zwei Joker. Ja. 4000 Euro. Machen wir direkt weiter. In welchem Jahr nagelte Martin Luther der Überlieferung nach seine 95 Thesen an die Tür der Wittenberger Schlosskirche? Oh, da geht's los. 1416, 1517, 1618 oder 1719? Das ist schon wieder echt fies. Um ein bisschen Zeit zu überbrücken, ihr habt natürlich auch selbst die Möglichkeit, bei einem großen Wer wird Millionär mitzumachen. Ihr habt die Chance auf ein Spiel bis zu 20 Euro, wenn ihr beweisen könnt, dass ihr ein bisschen Grips habt und eine Webcam habt. Und dann seht ihr mich und könnt mit mir reden. Und ich bleibe hier vor meinem Schreibtisch stehen, weil wenn ich mich hinsetze, sehe ich einfach fett in diesem Anzug aus. Deswegen stehe ich lieber. Mhm. Ich muss jetzt leider den letzten Joker schon nehmen. Das sieht echt schwarz für mich aus. Ich habe mir die Korrelation zwischen den Zahlen so halbwegs gemerkt und dachte, okay, vielleicht komme ich darauf, aber das ist ja das alles Gleiche. Jedes Mal steht eine 2, eine 1 in der ersten Zahl. Jedes Mal ist die zweite oder die vierte von den zwei einander entfernt. Also ich nehme halt den Publikum-Joker. Hoffe, dass der mir hilft, so wie den anderen. Und ja. Gut, der Publikumsjoker wurde jetzt eingeloggt. Der Link wird gleich wieder in den Chat folgen. Ihr habt dann die Möglichkeit, wieder abzustimmen. In welchem Jahr nagelte Martin Luther der Überlieferung nach seine 95 Thesen an die Tür der Wittenberger Schlosskirche? War das A 1416, B 1517, C 1618 oder D 1719? Los geht's, Link ist drin, voten jetzt. Und 70% sagen 1517, knapp, aber sehr dicht gefolgt von Antwort A, 21%. Die Diskrepanz ist da jetzt schon höher, aber ich hoffe jetzt aufs Publikum und sage B. Rio vertraut aufs Publikum. Übrigens, das Datum ist der 31.10.
und es ist im Jahre 1517 passiert. Oh. B ist richtig. Danke, Leute. Das wird jetzt nochmal nicht. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's wirklich eng. Also, du brauchst mir nur noch zwei Fragen zu beantworten. Dann hast du wieder einen Joker frei. Ich hoffe, du kannst durch Ausschließen, kannst du irgendwelche Fragen richtig beantworten. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Wir machen weiter mit der 8000-Euro-Frage und dann hoffen wir mal.